Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Bernardo und heute möchte ich wieder eine Botschaft bringen vom Wort Gottes. Ich finde, es ist so gewaltig, denn wir wissen, dass es nicht unsere Worte, das sind nicht unsere Worte, das ist nicht unsere Botschaft, sondern wir sind nur, ja, das Werkzeug, dass wir dieses weitergeben können. Und ich möchte heute einfach dieses Werkzeug Gottes sein. Ich möchte in seiner Hand sein und ich möchte das weitergeben, was er durch mich zu euch reden will. Aber gleichzeitig redet er auch zu mir. Und ich danke Gott für sein Wort, denn es ist kraftvoll. Es ist kraftvoll, es ist bis in unsere Zeit. Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Halleluja. Und ich möchte heute darüber sprechen, loslassen. Loslassen im Sinne von Sorgen loslassen. Loslassen, wenn wir meinen, dass Gott nicht für uns sorgen wird. Loslassen, wenn wir denken, wir können alles. Und ich möchte einfach mal das Wort Gottes reden lassen. Zum Beispiel Matthäus 6, Vers 33 lesen wir: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Das ist sein Wort. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Also das ist die Basis, um eben loslassen zu können. Zuerst nach Gott. Und jetzt möchte ich uns einen Abschnitt lesen aus Lukas. Lukas 12, Vers 22 und dann ein paar Verse. Er sprach aber zu seinen Jüngern, Jesus sprach: Darum sage ich euch, sorget euch nicht um das Leben. Das hört sich so einfach. Moment mal, aber wie kannst du einfach so sagen, sorget nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Wow, ich muss ehrlich sagen, ist das nicht heute ganz anders? Wir sorgen jeden Tag vor. Wir sagen, ja, das war ja damals, also heute. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich muss nicht alle Finger auf euch, sondern alle Finger auf mich zurücksetzen. Denn das Wort ist gewaltig und kraftvoll, aber nicht ganz so einfach. Aber es steht geschrieben. Und wir dürfen es tun. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott dieses Wort hält. Und ich kenne auch viele Zeugnisse, wo man das wirklich gesehen hat. Aber jetzt Vers 23. Denn das Leben ist nicht mehr als die Nahrung. Und der Leib nicht mehr als die Kleidung. Also andersrum. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung. Ja, nicht, sondern es ist mehr als die Nahrung. Und der Leib mehr als die Kleidung. Es geht um so viel mehr. Und wir sind oft der Meinung, dass es Nahrung ist, das Leben. Was wir anziehen, was wir sind, was wir haben, der ganze Besitztum. Aber dabei sagt uns das Wort Gottes, darum geht es gar nicht. Sondern es geht um viel, viel mehr. Das Leben. Vers 24. Sehet die Raben. Also er sagt, schaut mal auf die Raben, auf die Vögel. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben keinen Keller und keine Scheune. Und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wow! Also Jesus sagt, pass auf, schaut euch einfach mal die Vögel an, die so rumfliegen. Tu das einfach mal. Geh raus, wo du bist. Geh im Wald. Geh dahin, wo Vögel sind. Und schau einfach mal und lass das Wort Gottes wirken. Schau die Vögel an, wie sie fliegen, gucken, nach Essen. Und Gott ernährt sie. Ohne dass sie sammeln. Und er sagt, wie viel mehr wert seid ihr? Du bist so viel wert in Gottes Augen, denn du bist sein Ebenbild. Aber jetzt Vers 25. Wer ist unter euch, der wie sehr er sich auch darum sorgt, seiner Länge eine Elle dazusetzen könnte? Also in anderen Worten, du kannst, so wie, egal wie sehr du sorgst, nichts wird, das wird nichts bringen. Wenn ihr nun auch der Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Vers 27, da heißt es, sehet die Lilien, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wow, also Salomo, ein sehr reicher Mann in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist nicht so bekleidet gewesen wie wir. Warum?
sagt Jesus das hier. Ja, ich möchte Vers 28, das zeigt das eigentlich genau, was das hier sagt. Wenn nun Gott das Gras, jetzt schau dir das Gras an, ganz praktisch, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Wow. Also, er will hiermit sagen, auch damals seinen Jüngern, ihr seid so kleingläubig, deswegen könnt ihr nicht einfach die Sorgen auf Gott werfen. Denn ihr denkt, ihr müsst für euer Leib sorgen. So sind wir geprägt worden und so sind auch du und ich heute geprägt worden. Ich bin völlig davon überzeugt, wenn wir bereit wären, alles einfach Gott zu geben und voll für Christus zu leben, er würde uns versorgen. Er würde es tun. Aber nicht nur natürlichen, sondern im Geistlichen und in vielen, vielen mehr Sachen. Er würde uns versorgen. Das ist sein Wort. Aber hier ist auch einfach mehr oder weniger die Sorgen hervorgehoben. Und ich möchte heute die Botschaft bringen, loslassen. Fange an, loszulassen. Bist du bereit, loszulassen? Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber mache ganz kleine Schritte. Geh zum Beispiel raus, schau dir tatsächlich das Gras an, die Blumen an, schau dir die Vögel an und denke darüber nach, fange an zu beten, Herr, zeige mir, wie meintest du das? Was ist das? Vers 29 zum Beispiel. Und darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Das sagt sich so einfach, ja, aber das sagt das Wort Gottes. Und Vers 30, nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Und dann trachtet vielmehr nach seinem Reich. So wird euch dieses zufallen. Das ist genauso, wie es in Matthäus 6, Vers 33 steht. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Und Vers 32, fürchte dich nicht, sagt er, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Weißt du, dass du reich bist? Reich, wenn du in Gott bist? So reich, auch ich, wir alle. Halleluja, preis den Herrn. Vers 33 noch und 34 und dann möchte ich zum Schluss kommen. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Wow, er geht wirklich echt weit. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Und dann jetzt, das ist das Wichtigste. Das kannst du mitnehmen, das kann ich mitnehmen, das können wir mitnehmen. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Ich möchte so sagen, wenn dein Schatz wirklich dein Haus ist, dein Auto, dein Geld auf dem Konto, deine Altersvorsorge, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen gemein, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und folge Gott nach. Ich bin überzeugt davon, dass viele das es wird dir reichlich im Himmel belohnt werden, so steht es hier geschrieben. Und hier im Himmel, wo kein Dieb ist und so weiter. Sammelt euch Früchte für die Ewigkeit. Alles, was hier auf Erden ist, Häuser, Besitztum, alles wird vergänglich sein. Aber das ewige Leben und deine Seele ist nicht vergänglich. Möchtest du nicht dafür vorsorgen? Oh Gott, gebe dir Gnade. Wenn du an irgendwas gebunden bist, lass es los. Denn es könnte dir den Himmel versperren. Deswegen, wenn du was hast, was dich bindet, dann lass los. Es gibt Menschen, die haben ein Haus, haben Häuser, aber ihre Türen sind auf für Menschen. Und ist es auf und es ist frei für andere Menschen. Das finde ich gewaltig groß, denn dann hängt das Herz nicht an dem Haus. Gott will uns hiermit sagen, wo euer Herz ist, da ist euer Schatz. Also wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wo ist dein Schatz? Und bist du bereit, loszulassen? Das möchte ich dir mitgeben. Wünsche dir Gottes mächtigen Segen. Und ich bin gespannt, was Gott tun wird und wie er arbeiten wird in deinem Herzen. Und wie du diese Botschaft entweder rüberwirfst, mitnimmst oder dafür betest und einfach Gott fragst. Ich glaube, durch diese Botschaft wird es einige wunderbare Zeugnisse geben zur Verherrlichung Gottes. Gottes mächtigen Segen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.